Hallo Leute, willkommen beim LS22 mit Mittellos im Mühlenkreis Mittelland. Ob ich mich wohl ganz ohne Startkapital in dieser schönen Gegend durchschlagen kann? Was kann ich tun, um Geld zu verdienen, um mir Land und Maschinen zu kaufen? Dies ist Teil 12. Wir sind hier immer noch bei der Kartoffelernte. Und inzwischen habe ich aber mal telefoniert und mich erkundigt, dass ich Kartoffeln auch bei Regen ernten könnte. Ich kann hier also jetzt weitermachen und habe im Prinzip den ganzen Tag zur Verfügung. Ja, das ist natürlich besser, als wenn es bei Regen nicht gehen würde. Dadurch habe ich dann auch mehr Hoffnung auf zusätzliche andere Aufträge, also noch weitere Düngeaufträge zum Beispiel. So. Jetzt mache ich hier mal dieses Eckchen. So. So, da ist auch noch ein bisschen was. Okay. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich hier jetzt auch noch mal von hier komme. Ich denke mal, auf Dauer gewöhnt man sich an dieses extrem sperrige Gerät. So. Vielleicht sollte ich hier auch noch mal diese Hundeganglenkung probieren. So. Es sieht aus, als hätte der einen Knickhals. Und ansonsten scheint mir die Lenkung nicht viel anders zu sein. Also weiterhin extrem starr. Ich meine, in echt ist es schon anders. So eine... Ah, hier... Kümmern wir uns hier um dieses bisschen auch mal. Ja, es erinnert mich eigentlich hauptsächlich an einen steifen Hals, wenn man zu viel in die eine Richtung geguckt hat. Vielleicht muss man das dann ständig umschalten oder so. Jetzt probiere ich hier mal, wie die Vorderradlenkung bei dem ist. Also ich nehme mal an, eigentlich müsste die Allradlenkung flexibler sein. Ja. Ja, das macht das Ganze noch schlimmer, würde ich sagen. So.
zu. Jetzt ernte ich da diesen Streifen in der Richtung ab. Oh, ich fürchte, wir können nicht so breit arbeiten. Da muss ich da womöglich hin und zurückfahren. Ja. Nun ja. So. Oh. Tja. Oh. Echt kein Wunder, dass die Helfer einfach mittendrin aufhören immer wieder. Ich will ja auch möglichst wenig über die Kartoffeln selber fahren. Weil die werden vom Drüberfahren, wird das Kraut einfach entfernt, aber nicht die Kartoffeln geerntet. So. Aber ich denke mal, dass ich jetzt für den Helfer fürs Erste eine halbwegs gute Arbeitsbedingung geschaffen habe. Jetzt muss ich da natürlich wieder zurückfahren. Aber das geht hier auch mal ohne zu ernten. So. Und hier fangen wir schon mal an. So. Wunderbar. Echt. Hoffen wir mal das Beste, dass die nette junge Helferin damit jetzt klarkommt. Wir gucken noch mal, wie das mit den Wänden da vorne ist. Und dann müssen wir bestimmt auch schon wieder abbunkern. Ah ja, da habe ich ja auch nicht das komplette Vorgewände auf der Seite abgearbeitet. Also eventuell gibt es hier jetzt noch mal ein paar Störungen. Aber dafür bin ich ja auch vor Ort, um zu helfen. Nun ja, diese drei Büschel, die werden wir verschmerzen, aber dort werden es dann noch mehr sein. Ich stopp mal kurz und fahre ein Tick weiter nach links. So.
So. Ja, dieses Problem mit dem verkürzten Vorgewende. Ah, jetzt ist der Korntag voll. Na toll. Das wird sich ja auch beim nächsten Wenden erledigt haben. Also natürlich ist nicht der Korntank voll, sondern der Kartoffelbunker ist voll. So. Da muss ich auch erstmal die richtige Höhe einschätzen lernen. Aber so geht's ja. Und die Autos da sind schon wieder vor lauter Ehrfurcht erstarrt. Erschrecken vor dem großen Erntefahrzeug. Nun ja, wenn sie sich das Spektakel anschauen wollen. So. Schnell, 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 schnell. Der Platz wird gebraucht. Jetzt gucken wir noch mal, ob er die Wendung hinkriegt. Und dann liefern wir das ab. Das sieht jetzt aber ganz gut aus. Ja, und jetzt noch ein bisschen zurücksetzen. Jawohl. Sehr gut. Ja, ein paar Kartoffelchen sind noch stehen geblieben von dem unvollständigen Vorgewende. Da muss man dann vielleicht auch noch mal ein Auge drauf haben. Aber wenn das erledigt ist, dürfte es im Prinzip, bis er hier ankommt, einigermaßen geschmeidig laufen. Und dann muss man sich hier nur noch um den Rest kümmern. Hier warten auch noch Kartoffeln, aber nicht auf mich. Ich guck mal kurz, was das hier ist. Biogasenergie. Getreideeinkauf. Aha. Anscheinend kann man hier irgendwo Getreide verkaufen. Ja, vielleicht ist das hier diese Agraria und dieses sind die Verwaltungsgebäude oder so. So. Zug suchen. Zug ist da. Könnte gerade noch reichen. Und es sah nur nach einem Zug aus.
Das zieht sich schon ein bisschen. Aber es hat noch gereicht. Ja, unser Anhänger hier ist fast zu groß für diese Schlängelstrecke. So. Mal gucken, wo er steckt und was er treibt. Da hinten ist er unterwegs. Das ist ein gutes Zeichen. Ich sollte hier vielleicht mal aus dem Weg fahren. Nicht, dass ich bei Wendevorgängen störe. Ah ja, jetzt können wir mal sehen, wie er hier die Wände hinkriegt. Ob das Vorgewende reicht? Es ist knapp. Und ich frage mich auch, was treibt er hier? Nee, 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 nee. So ja nun nicht. Tja. Oh, und er ist schon wieder fast voll. So. Tja, irgendwie dachte ich, dieses Feld ist schön unkompliziert. Da kann man den, ja, den Helfer ordentlich arbeiten lassen und muss sich nur ums Abfahren kümmern. So nach dem Motto, die Kartoffelernte erledigt sich fast von alleine, aber... Dem ist mitnichten so. Da war mal wieder die Gier zu groß. So. Aber auf die Weise kommt man auch mal zu einer Kartoffelernte. Ja, sonst macht man das ja eher selten. So, sollte ich auch hier wieder möglichst aus dem Weg fahren? Vielleicht sollte ich sogar wenden und weiter runterfahren. Um hier auf keinen Fall im Weg zu stehen. Und eventuell muss ich hier das Vorgewende noch vergrößern. So. Aber während der jetzt schön arbeitet, ich hüpfe mal rein. Gucke ich mal, was die Auftragssituation so macht. Ja, in erster Linie Ballen pressen. Und das ist mit dieser Ausrüstung noch mühsamer als Kartoffelernte. Obwohl. Der Ballenwagen ist erträglich. Und dieses hier? Mal gucken, wie groß Feld 97 ist. Hier. Tja. Dann könnte ich wenigstens zwischen
Ballenernte und Kartoffelernte hin und her hüpfen. Schicker Mähdrescher. Und es geht hier offenbar um Heuproduktion. Und mal gucken. Die Ballenpresse. Ich glaube, das ist eine Quaderballenpresse. Ich denke mal, ich mache das einfach mal. Und den Düngeauftrag, den lasse ich noch mal, falls ein anderer kommt. Ja, wobei ich den dann erst einen anderen Düngeauftrag erst annehmen kann, wenn ich diesen hier abgearbeitet habe oder einen der Ernteaufträge. Aber ich lasse es erstmal so, wie es ist. So. Hat er das gut gemacht? Ja, das hat er gut gemacht. Okay, gut. Ja. Dann lassen wir den mal werkeln und stürzen uns ins nächste Schlamassel. Oh, was für ein Traktor. Könnte man ja glatt eine Treckertour mitmachen. Und hier auch die Mähwerke sind auch ziemlich cool. Ich glaube, dieses hier hat sogar Schwartablage. Was aber nichts nützt, wenn ich Heu machen will. Aber es sieht schön breit aus. So. Na, ich denke mal, das lockert diesen Kartoffeltag würdig auf. So. Also, wie fahre ich am besten? Hier rechts raus, da an meiner Kartoffelkatastrophe vorbei und dann links noch ein bisschen weiter. Wobei, es ist ja keine Kartoffelkatastrophe. Es ist halt nur ein bisschen mühsam. Und das hätte ich mir auch denken können. So, mal gucken. Ich will jetzt brav anhält. Ich glaube, hier muss ich links fahren. Ja, allein hier mit dem Xerion unterwegs zu sein. Wobei natürlich Regen fürs Heumachen nicht gut ist. Ich mach mal wieder langsamer. So. Okay. Bevor ich hier loslege, kümmere ich mich aber noch mal um die Kartoffelernte. Ah, das hat er jetzt gut hingekriegt. Ja, wunderbar. Okay, vielleicht kann ich ihn jetzt eine Weile alleine arbeiten lassen. Natürlich muss ich immer wieder abbunkern und wegbringen, aber es sieht eigentlich jetzt vielversprechend aus. Okay. Jo, dann machen wir uns in der nächsten Folge an die Gras- und Heuernte, parallel zur Kartoffelernte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.